Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Ja, traurige Nachrichten. Es wird leider heute. Nee, heute? Moment. Stopp. Es wird morgen, den 15.09. Ich weiß noch nicht, ich denke mal, es ist heute noch wohl alle. Also morgen, den 15.09. wird es keinen Enderal-Part geben. Und zwar bin ich einfach nicht zum Aufnehmen gekommen. Und das war das Mikrofon. Das Mikrofon. Es tut mir sehr leid, ich hatte ein bisschen viel um die Ohren, scheiß Arbeit und dann ist auch noch mal eine neue Grafikkarte angekommen. Vorher hat ja die ihr jetzt sehen könnt, drin gewerkelt. Für 4 Jahre, für 4,5 Jahre sogar, ungefähr. Diese wurde jetzt aber ersetzt durch diese hier. Und ihr wisst ja, wie das ist. Ihr müsst dann den Grafikkartentreiber löschen und dann müsst ihr noch bereinigen das System und dann müsst ihr die Grafikkarte ausbauen und die neue einbauen und dann einen Treiber installieren. Und dazu kommt halt noch, dass die alte Karte, die ich vorher benutzt habe, jetzt bei meiner Frau im Rechner drin ist. Ich also auch noch bei der das alles machen musste. Deinstallieren, Grafikkarte alte raus, meine alte bei ihr rein. Und ja, jetzt, wo ich dieses Infovideo aufnehme, ist es 10 nach 8. Ich bin vollgefressen, wir haben gerade zu Abend gegessen und ich hatte gerade noch die Zeit, um ein paar Benchmarks zu machen, um die mit meiner vorigen Karte zu vergleichen, weil das ziemlich komisch ist. Die ganz neuen Benchmarks von 3D Mark, wer es kennt, wollen bei mir nicht funktionieren. Immer noch nicht. Deswegen habe ich jetzt einen mit dem 3D Mark 2003 gemacht und einmal den 3D Mark Vantage. Und das sind ja beides schon recht alte Programme. Weswegen auch der Leistungssprung nicht dermaßen groß ist. Das habe ich aber auch nicht anders erwartet. Wenn die neueste Version funktionieren würde, hätte ich das damit getestet, mit meiner alten und dann mit der neuen Grafikkarte. Da würde man dann eine deutlichere Steigerung sehen. Ich kann mal vorlesen. Also die 7870 hat im 2003er Benchmark 49.000 Punkte erreicht und die neue RX 480 erreicht jetzt 71.000. Es ist also schon eine ordentliche Steigerung. Nicht ganz so krass ist es dann beim 3D Mark Vantage gewesen. Da hat die alte Karte 27.000 erreicht. 27! Und die neue 34.000. Es liegt aber eher daran, dass diese Sachen eben auf alten Zeugs basieren. Also zum Beispiel jetzt ich weiß nicht, was 2003er 3D Mark ist, aber der Vantage zum Beispiel, der läuft auf DirectX 10. Und die Karte, die ich jetzt habe, ist halt für DirectX 12 optimiert. Das heißt, hätte ich einen Benchmark gemacht mit DirectX 12, mit der alten Karte und jetzt mit der neuen, dann hätte ich mindestens die doppelte Leistung gesehen. Aber ich habe es schon Enderal einmal kurz angespielt zumindest. Es läuft deutlich flüssiger. Dennoch erreiche ich nicht immer die 60 Frames. Also, ich bin da ganz ehrlich zu euch, die Framerate geht ab und zu noch so auf 45 bis 48 runter. Aber sobald ich mich dann irgendwie ein bisschen zur Seite drehe oder so, oder ein bisschen nur woanders angucke, zack, ist sie wieder bei 60. Also ich weiß nicht. Hab den aktuellsten Treiber installiert, ich denke mir daran liegt's nicht. Die Grafikkarte, die neue, ist schön leise. Im Prinzip minimal lauter als meine alte. Was aber auch daran liegt, eigentlich wollte ich mir ursprünglich diese Version von der Grafikkarte gekauft haben, die ihr jetzt gerade seht, die Red Devil. Das ging aber leider nicht, denn am Freitag war sie noch lieferbar und Montag nach der Schule, als das Geld dann endlich mein Gehalt drauf war, habe ich geguckt, oh, Lieferdatum unbekannt, toll. Da habe ich dann diese bestellt, die ihr jetzt wieder seht, die von XFX, die GTR. Genauso schnell im Grunde genommen, nur der Lüfter ist halt nicht so toll, also beziehungsweise der Kühler ist minimal schlechter, ja. Deswegen die Karte jetzt auch ein bisschen lauter ist. Unter Last. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe sie eigentlich nur beim 3D Mark Vantage habe ich sie hören können. Als ich Enderal für ein paar Minuten gespielt habe, um zu gucken, wie es läuft, ist die Grafikkarte ruhig geblieben. Genauso wie die alte. Also ist kein Unterschied. Ja, und das Komische war, ich bestelle also die GTR, weil ich dachte, ja gut, du willst jetzt ja irgendeine haben, ne? Weil wer weiß, wann die andere wieder verfügbar ist. Eine Stunde später gucke ich und dann steht die Red Devil plötzlich wieder auf lieferbar. Und ich peile das einfach nicht. Wie kann das denn? Wie kann denn das? Weißt du? Vielleicht hat jemand seine eine die letzte bestellt und hat das dann storniert oder so. Ich weiß es nicht. Aber
wie gesagt, ich konnte zwar jetzt noch nicht wirklich was testen oder nicht viel, aber der erste Eindruck ist schon mal durchaus positiv. Und wenn man dann dennoch überlegt, dass die Karte ungefähr knapp 100 Watt weniger zieht als meine alte, dabei aber trotzdem deutlich schneller ist, dann ist das schon ein ganz guter Kauf gewesen. Und jetzt habe ich schon wieder total viel über Grafikkarten gequatscht. Was ich eigentlich sagen wollte ist, morgen, den 15. leider kein Enderal, dafür aber am 16. möglicherweise zwei Parts. Das werdet ihr dann sehen. Es könnte halt sein, dass ich, dass die Parts, die dann hochgeladen werden, noch keine guten Thumbnails haben, weil ich nicht weiß, ob der Tim morgen nach meinen Aufnahmen überhaupt Zeit dafür hat. Weil ich ihm gesagt hatte, dass ich das entweder heute machen wollte oder gestern sogar schon. Und ich habe es weder gestern noch heute hingekriegt, zeitlich. Gestern hatte ich einen Zahnarzttermin, das war dann auch ganz toll. Da war ich um 7 Uhr zu Hause. Ja, und dann muss man auch noch arbeiten und so. Deswegen habe ich jetzt auch die Best-ofs hochgeladen, so ein bisschen als Entschädigung sozusagen. Best of Dead Space 2 und Best of Grey. Und zurzeit arbeitet meine Frau an dem Best-of von Project Zero. Das wird wohl das erste Playthrough als auch das Replay einschließen. Wann das kommt, weiß ich nicht. Es kommt immer darauf an, wie schnell sie die Parts durchguckt. Und ich werde gleich jetzt mal versuchen, ob Layers of Fear mit dieser Karte zumindest laufen will. Ich lade es mal gerade runter. Wo ist es denn? Das Spiel ist ja nicht von mir, sondern auch von Tim. Und der hat ja seinen Steam-Account mit mir geteilt, weswegen ich seine Spiele halt auch spielen kann. Da, Layers of Fear installieren. Ich glaube, das würde jetzt zu lange dauern, noch so lange zu quatschen. Ne, wird jetzt runtergeladen und dauert wahrscheinlich noch ewig. Weil das lief ja mit der alten Karte nicht. Also es ist nicht mal angegangen. Und deswegen habe ich auch keine große Hoffnung, dass es jetzt angeht. Weil ich nämlich glaube, das ist nicht was mit der Grafikkarte zu tun hat, sondern irgendwas anderes mit meinem System. Wer weiß. Wenn das auf jeden Fall funktionieren sollte, würde ich nochmal ein separates Infovideo machen, wo ich dann das neue Projekt vorstelle. Und sonst wird es erstmal mit Enderal weitergehen und ich werde mir in der Zwischenzeit was überlegen, was wir danach spielen können. Ich will wohl wieder in die Richtung Horror gehen, so ein bisschen. Denn ich könnte jetzt noch Witcher 3 für euch spielen, nach Enderal. Aber das wäre ein bisschen Rollenspiel-Overkill, deswegen werde ich mir wohl irgendwas Horrormäßiges suchen. Ich werde schon irgendwas finden. An alle, die jetzt noch zuhören, danke für die Geduld. Danke für euer Verständnis, wenn ihr es denn dann aufbringt, dass morgen kein Part kommt, dafür aber den übermorgen, also Freitag, zwei Stück. Und danke, dass ihr meinem Gequatsche so lange zugehört habt. Das war's von mir. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Tempelmaster. Punkt.